Hey zusammen, ich bin Nicole und bin Interior-Designerin. In diesem Video möchte ich euch drei verschiedene Stile zeigen, wie ihr während der Weihnachtszeit euren Tisch festlich decken könnt. Das muss nicht nur an Weihnachten so sein. Warum nicht jeden Tag ein bisschen Feststimmung? Für den nordischen Wintertisch mixet ihr das klassische Porzellan mit rustikalen Tischsets und dekoriert die Tischmitte mit einem schönen Zweig. Durch den Mix wird es gemütlicher. Viele verschiedene Kerzen sorgen für eine romantische Stimmung. Besonders hübsch sind leere Flaschen, wo ihr feine Tannen- und Eukalyptuszweige reintun und mit Wasser auffüllen. Eine schlichte weiße Kerze drauf. Und voilà, schon habt ihr einen romantischen und originellen Kerzenständer kreiert. Auch die Servietten bekommt ein hübsches Festkleidchen. Dazu braucht es einen kleinen Tannenast, eine schöne Weihnachtskugel und ein breit schlichtes Jutteband. Das ist einfach, aber wirkt doch charmant. Hast du es lieber ein bisschen rustikal? Die Kombi mit einer dunklen Tischdecke, dem schwarzen Teller, Holzbrettchen, Zypressenzweig und einem knorrigen Ast gibt am Tisch eine heimliche Atmosphäre. Darum verteilt er ein paar Tannenzapfen, Granatäpfel und Teelichter. Laternen zaubern noch mehr Gemütlichkeit in den Raum. Als Serviette könnt ihr auch ein Geschirrtuch nehmen, einfach zusammenfalten und einen schönen lockeren Knoten machen und neben den Teller platzieren. Nehmt den trockenen Blümchenzweig und bindet es mit einer groben Hanfschnur ums Besteck. Dann macht ihr ein schönes Mäschchen und legt es dekorativ aufs Holzbrettchen. Hängt einen langen Ast aus dem Wald über den Tisch und dekoriert damit mit Weihnachtskugeln, Eukalyptus und trockneten Blümchen. Der nächste Stil ist Ton in Ton. Blaue Tischdecke, blaue Sets, dazu einen eleganten Mix aus verschiedenen Tellern. In der Mitte vom Tisch platzieren hier vier Teller und legen eine feine Lichterkette drumherum. Nehmt die schönsten roten Trauben, die ihr finden könnt, ein paar grosse Pflaumen, Feigen und Nüsse. Dazwischen platziert ihr Efeuranken, ein paar goldige Teelichter und schmückt das Traubenbouquet mit blauen Weihnachtskugeln. Auf einem goldigen Tablett unterstrich der Winterstrauß die märchenhafte Atmosphäre. Und auch hier wird das Besteck dekoriert. Dazu nehmen wir das mal frische Eukalyptuszweigle. Und natürlich kriegt auch unsere Louis seine festliche Weihnachtsdekoration.